sage, Hof ist nicht nur in Bayern ganz oben, Hof ist auch im Genießen ganz oben. Hof im Genießen ganz oben, wir sind ja offizieller Genussort und das haben wir in den vergangenen Monaten auch bei einigen Gelegenheiten deutlich gemacht. Ich denke an die Veranstaltung in der Freiheitshalle, Christian Herbig, da ging es ums Genusshandwerk und um dessen Wichtigkeit für uns und um seine Zukunft. Wir setzen uns ein fürs Genusshandwerk. Ich denke an die Erfindung der deutsch-tschechischen Freundschaftsbratwurst und jetzt bald auch der Hof Pegnitzer. Und ich sehe hier das Genussregal stehen. Das gibt es schon 10-mal in Oberfranken. Ich weiß nicht, ob es jedem schon aufgefallen ist. Es steht eigentlich mittendrin. Man kann es gar nicht übersehen. So schmeckt Oberfranken. Der Felix Benze kann hier beraten und auch verkaufen. Also man darf durchaus hier auch mal zugreifen und was auswählen. Und das ist eine ganz schöne Sache, das Genussregal für unseren Genussort, weil man da die heimischen Schätze wirklich mal präsentieren und einfach so in Fokus rücken kann. Und da gibt es ja einiges, worauf wir stolz sein können und was wir gern auch einmal in ein Paket stecken und woanders hinschicken. Ich verschenke das auch selber immer öfter mal so eine Genussbox zur Hofer und es kommt wirklich immer sehr gut an. Ja, aber